Willkommen zu Transfermarkt TV. Schön, dass ihr mit dabei seid. Unsere Themen heute. Hansi Flick wird neuer Bundestrainer und tritt damit nach der Europameisterschaft die Nachfolge von Joachim Löw an. Außerdem Borussia Dortmund möchte einen Spieler vom frisch gebackenen Meister aus Frankreich von OSC Lille verpflichten. Es handelt sich dabei um Jonathan Ikoné. Los geht's mit unserer Gerüchteküche und wir starten mit Robin Gosens. Der FC Barcelona soll nämlich laut Sport am deutschen Fußballnationalspieler interessiert sein. Die Katalanen sind ja auf der Suche nach einem weiteren Linksverteidiger. Atalanta soll aktuell rund 40 Millionen Euro für den deutschen Nationalspieler fordern. Bergamo kann den Vertrag mit Gosens aufgrund einer Option auch noch um ein weiteres Jahr verlängern. Auch Leipzigs Angelinho und Valencias José Gaya sollen auf dem Zettel bei Barca stehen. Wir springen nach Dortmund. Der BVB soll an einem frisch gebackenen Meister aus Frankreich vom OSC Lille interessiert sein. Es handelt sich um Jonathan Ikoné. Laut der Bild-Zeitung hat Trainer Marco Rose sich für die Verpflichtung des 23-jährigen Franzosen stark gemacht. Er soll ein Kandidat für die Nachfolge von Jadon Sancho sein, sollte dieser den Verein im Sommer verlassen. Vor kurzem berichtete bereits die französische L'Équipe vom Interesse des BVB. Wir schauen auf ein paar Daten zu Ikoné, 23 Jahre jung, der Rechtsaußen, Marktwert 30 Millionen Euro. Lille würde den Flügelspieler wohl für 25 Millionen Euro ziehen lassen. Allerdings, und das wird auch von den TM-Usern diskutiert, die Torgefahr des 23-Jährigen, da kann er nicht mithalten mit Jadon Sancho. 48 Spiele, 7 Tore, 7 Assists. Jadon Sancho zum Vergleich hat in 10 weniger absolvierten Spielen 23 Torbeteiligung mehr für den BVB geleistet. Ibrahima Konaté von RB Leipzig steht unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Liverpool. Die Reds ziehen demnach eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro für den französischen Innenverteidiger. Laut Fabrizio Romano habe sich der Franzose mit Liverpool auf einen 5-Jahres-Vertrag geeinigt. Laut Kicker kann sich die Ablöse im Nachgang gar noch auf 46 Millionen Euro erhöhen. 2017 kam Konaté als 18-jähriger ablösefrei von Sochaux. Weiter geht's mit Olivier Giroud. Laut Gazzetta dello Sport ist der AC Milan an Olivier Giroud interessiert. Der Franzose wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei Chelsea wohl nicht verlängern. Zuvor gab es ja immer mal wieder Spekulationen um einen Transfer zu Inter Mailand. Jetzt ist wohl auch der Stadtrivale AC ins Rennen eingestiegen und die möchten ihn gerne als Ergänzung im Sturm verpflichten. Der Wechsel von Mike Maignan zum AC Mailand soll sich auf der Zielgeraden befinden. Das berichten die beiden italienischen Transferexperten Gianluca Di Marzio und Fabrizio Romano übereinstimmend. Noch am heutigen Dienstag soll der Torhüter in Mailand den Medizincheck absolvieren und im Anschluss einen Vertrag bis 2026 unterschreiben. Als Ablöse stehen 15 Millionen Euro im Raum für den Keeper von Lille. Damit verdichten sich auch die Anzeichen, dass der aktuelle Stammkeeper Gianluigi Donnarumma den Verein im Sommer ablösefrei verlassen wird. Maignan wurde zuletzt auch beim BVB gehandelt. Wir machen einen Sprung nach Deutschland. Laut Kicker ist Union Berlin an Bremens Stefanos Capino interessiert. Der Torhüter steht noch bis 2022 bei Werder Bremen unter Vertrag. Zuletzt war er an den SV Sandhausen in Liga 2 ausgeliehen. 5:0 Spiele in 18 Einsätzen. Seine Bilanz für den Zweitligisten. Bei den Berlinern könnte Capino die Position von Loris Karius einnehmen. Der kehrt ja nach Leihe zum FC Liverpool zurück. Weiter geht's mit einem der Top-Torjäger in Liga 2, Serdar Dursun. Zuletzt hatte er seinen Abschied aus Darmstadt bekannt gegeben. Nun, nach dem letzten Ligaspiel, hat er das Interesse von St. Pauli und dem HSV bestätigt. Er ist ja übrigens gebürtiger Hamburger. Allerdings wurde zuletzt auch über Interesse von Union Berlin spekuliert. Dort könnte er international in der Conference League spielen. Auch ein Wechsel ins Ausland soll eine Option sein. Er betonte, dass es für ihn auf das Gesamtpaket ankomme. Laut Bild steht er allerdings schon kurz vor der Unterschrift bei Union Berlin.
Zum Abschluss noch eine Meldung in Bezug auf Kevin Behrens. Aktuell ja noch beim SVS in Sandhausen aktiv. Laut Sky buhlen der SVS und Werder Bremen um den Stürmer. Im Laufe der Woche werden die Verhandlungen mit dem Bundesliga-Absteiger aus Bremen beginnen. Der Vertrag des 30-Jährigen läuft zum 30. Juni aus. Dementsprechend wäre er im Sommer ablösefrei. Allerdings möchte auch der SV Sandhausen den Spieler gerne halten und den Vertrag verlängern. Behrens sollen auch finanziell lukrative Angebote aus Asien vorliegen. Weiter geht's mit unserem Top-Thema. Nun ist es also offiziell, Hansi Flick wird neuer Bundestrainer. Er wird der Nachfolger von Joachim Löw beim DFB. Das gaben der Deutsche Fußballbund und Flick am heutigen Dienstag bekannt. Der 56-Jährige erhält einen Vertrag bis 2024. Beim DFB arbeitete bereits von 2006 bis 2017 für den Verband. Zunächst als Co-Trainer von Löw, im Anschluss dann als Sportdirektor. Nun soll er also nach der Europameisterschaft den Posten von Jürgen Löw übernehmen, der das ganze Jahr 15 Jahre lang gemacht hatte. Wir haben ein Zitat von Hansi Flick zu seiner Unterschrift, in dem er sagt: Es ging jetzt doch alles auch für mich überraschend schnell mit der Unterschrift, aber ich bin sehr glücklich, ab dem Herbst als Bundestrainer tätig sein zu dürfen. Wie immer natürlich auch eure Meinung gefragt. Was sagt ihr zu Hansi Flick als Bundestrainer? Die richtige Entscheidung des DFBs? Schreibt es gerne in die Kommentare mit rein. Dann dürfen wir euch noch mitteilen, dass wir gesondert zur Europameisterschaft Marktwert-Updates für alle EM-Fahrer herausgeben werden. Das Ganze immer sortiert nach den einzelnen Gruppen. Los geht's also mit Gruppe A. Und das Ganze schon heute. Es gibt einen extra Clip, ein extra Video für euch heute Abend. Also gerne reinklicken und anschauen. Unter anderem gibt es da neue Marktwerts-Updates zu Gareth Bale, zu den beiden Schweizer Bundesliga-Profis Akanji und Gregor Kobel. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Weiter geht's bei uns mit dem Background-Thema und das widmet sich der spanischen Nationalmannschaft. Luis Enrique, der Nationalcoach, hat den Kader für die EM bekannt gegeben und es sind einige Überraschungen dabei. Zum Beispiel kein Profi von Real und auch Sergio Ramos fehlt entsprechend im Aufgebot der Spanier. Grund für das Fehlen von Ramos ist eine Verletzung. Er feierte ja mit Spanien in der Vergangenheit alle großen Titel, ist mit 180 Länderspielen der Rekordspieler des Landes, hätte bei der EM zur internationalen Rekordmarke des ägyptischen Ex-Profis Ahmed Hassan aufschließen können, der mit 184 Einsätzen. In der aktuellen Saison war allerdings Ramos oftmals verletzt und absolvierte nur 15 Partien für Real. Also Ramos nicht dabei und auch sonst niemand von Real Madrid. Wir wollen dann mal schauen, wer das alles ist und da haben wir Marco Asensio, Isco, Dani Carvajal, Lucas Vázquez, auch Nacho und Odriozola, allesamt bei Real unter Vertrag und nicht im 24er-Kader der Spanier. Das erste Mal für Spanien hingegen nominiert wurde Emerick Laporte. Er wurde ja zuletzt eingebürgert, bislang für Frankreich aktiv gewesen und der wertvollste Spieler ohne ein A-Länderspiel gewesen. Nach seinem Verbandswechsel also nun erstmals für die spanische Nationalmannschaft und die EM nominiert. Auch aus der Fußball-Bundesliga haben wir einen Profi mit dabei. Der Leipziger Dani Olmo hat es in den EM-Kader von Luis Enrique geschafft. Weiter geht's mit unserem News-Ticker. Wir starten bei Real Madrid. Luka Modric, der Kroate, hat seinen auslaufenden Vertrag bei den Königlichen um ein weiteres Jahr verlängert. Das Ganze also bis 2022. 2012 kam Modric ja für eine Ablöse in Höhe von 35 Millionen Euro von Tottenham nach Madrid. Mit den Königlichen hat er alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Betis-Rekordspieler Joaquin hat seinen Vertrag bei den Grün-Weißen erneut um ein weiteres Jahr verlängert und geht damit in seine 13. Saison bei Betis Sevilla. Mit insgesamt 415 Einsätzen ist der inzwischen 39-Jährige der Rekordspieler bei Betis Sevilla. Trainer Gennaro Gattuso verlässt den SSC Neapel. Sein Vertrag wird nicht verlängert. Napoli hatte am letzten Spieltag in der Serie A noch denkbar knapp die Qualifikation für die Champions League verpasst. Nun soll der Trainer allerdings bei Liga-Konkurrenz AC Florenz hoch im Kurs stehen.
Tim Walter wird neuer Trainer beim Hamburger Sportverein. Der 45-Jährige unterschreibt bei den Rothosen einen Vertrag bis 2023. Als Cheftrainer war er zuvor für Holstein Kiel und auch den VfB Stuttgart tätig. Zuletzt war Tim Walter allerdings vereinslos. Nach dem Abstieg von Werder Bremen in die zweite Bundesliga wird Leihstürmer Davy Selke die Norddeutschen verlassen und erst einmal zu Hertha BSC zurückkehren. Durch den verpassten Klassenerhalt greift die Kaufverpflichtung in Höhe von 12 Millionen Euro nicht. Der Vertrag des 26-Jährigen in Berlin läuft noch bis 2022. Kenan Karaman wird seinen auslaufenden Vertrag bei Fortuna Düsseldorf nicht verlängern und den Club somit verlassen. Dies teilte der 27-Jährige via Twitter mit. Karaman, der auch ins EM-Aufgebot der Türkei berufen wurde, spielte seit 2018 bei der Fortuna und erzielte in 72 Pflichtspielen 16 Treffer für Düsseldorf. Einen Wechsel gibt's auch auf der Trainerbank bei der Fortuna. Coach Uwe Rösler und der Club gehen ab sofort getrennte Wege. Der zum Saisonende auslaufende Vertrag wird nicht verlängert. Rösler war im Januar 2020 zur Fortuna gekommen. Nach dem Abstieg aus der Bundesliga in der Vorsaison verpassten die Düsseldorfer in dieser Spielzeit den angepeilten Wiederaufstieg und landeten am Ende auf Rang 5 mit 4 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz. Der FC St. Pauli hat Torhüter Nikola Vasili verpflichtet. Wie der Zweitligist am Montag mitteilte, wechselt der 25-Jährige ablösefrei vom ukrainischen Erstligisten Zorya Lugansk, für den er 25 Partien absolvierte, nach Hamburg. Eine Vertragslaufzeit nannte der Kiez-Club nicht. Vasili war früher auch für die zweite Mannschaft des 1. FC Nürnberg aktiv gewesen. Aufgrund anhaltender Knieprobleme beendet Sidney Friede im Alter von gerade einmal 23 Jahren seine Karriere als Profifußballer. Der zentrale Mittelfeldspieler, der in der Jugend von Hertha BSC ausgebildet worden war und später auch für VfL Wiesbaden auflief, hatte zuletzt beim slowakischen Erstligisten Streda gespielt. Das war's von TMTV für den Moment. Wir sagen danke fürs Zuschauen. Gerne natürlich ein Like da lassen. Ansonsten haben wir wie immer zwei Videoempfehlungen für euch. Einmal oben klicken für die HSV-Chronik. Im dritten Jahr in Folge wurde der Aufstieg in die Bundesliga verpasst. Und unten klicken für die Playlist mit den Kaderplanspielen 2021-22. Bis bald. Macht's gut.